Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu Zurück in die Zukunft. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Ich habe heute Fahrstunde mit Noel und ich sitze wieder im Auto. Zeit ist vorbei, Haus ist fast fertig. Also für die, die nicht wussten, wo ich war. Ich habe mir einfach gedacht, ich baue mein Haus. Ist dann doch ein großes Haus geworden. Und jetzt sitze ich wieder hier im Auto für euch, mit euch und mit Noel. Und ich freue mich drauf. Wird gut. Schön, dass ihr da seid. Stehen geblieben sind wir gestern bei... Oh, es war vorgestern, glaube ich. Was, schon vorgestern? Es war Montag. Ist so? Ja, Montag nach der Klausur, das weiß ich noch. Ich denke gestern. Ach, ich glaube gestern, ja, Auto abholen. Zack, ist der Tag weg. Aber wenn ich mich richtig erinnere, sind wir da relativ erfolgreich Landstraße auch schon richtig gefahren. Und so. Das war alles ganz gut. Und dann wegen Koordinierung und sowas achten, Schulterblick und sowas. Genau, Innenspiegel, Außenspiegel. Außenspiegel. Ja. Ich würde heute so weit gehen, dass wir schauen, dass ich dir den Unterschied zwischen erster Gang und zweiter Gang rechts vor links einmal so erkläre, dass du nie wieder für dich zweifeln musst, ja, nehme ich jetzt den ersten oder nehme ich den zweiten. Das wird, glaube ich, auch ziemlich gut funktionieren. Und dann packen wir wieder ein Stückchen Landstraße dabei. Dieses erste Gang und zweite Gang rechts vor links sind halt auch dann schon immer zwischendurch Prüfungsstrecken, sodass du halt weißt, wo der Prüfer langfährt, weil der sowas halt auch in der Prüfung safe immer sehen will. Okay. Cool. Hast du Fragen? Bis jetzt nicht. Das ist gut. Ich auch nicht. Dann schmeiß an die Maschine. Ah, das Lenkradschloss ist drin. Ja, Emre vor dir, der hat das. Hast du schon mal rausgemacht? Nee. Das noch nicht. Obwohl doch. Nee, da stellst du es dir ein. Stimmt. Du kannst entweder links oder rechts das Lenkrad in irgendeiner Stellung lockerer drehen. Probier mal. Da, nach links. Hast du gesehen? Wenn du es locker machst, kannst du einen Schlüssel drehen. Ist ähnlich wie beim Fahrradschloss. Also probier mal. Du musst ein bisschen nach links ziehen und dabei einen Schlüssel drehen. Zack, jetzt raus. Okay, jetzt bist du halt noch. Genau, jetzt ist es ganz normal raus. Jetzt kannst du normal starten. Sollen wir schon? Ja, ja. Ich kann den Spiegel aber trotzdem schon einstellen. Ne? Alles, mach alles safe. Richtig schönes Wetter erwischt hier. Ja, es ist warm. Ich bin bereit. Gut, ich auch. Dann starten wir, wa? Schmeiß an. Nice. Dann sagt der Prüfer an so einer Stelle immer so was Verrücktes wie, wenn sie aktuelle Verkehrslage zulässt, wollen wir uns in den fließenden Verkehr einordnen. Okay. Hier auf dem Parkplatz fließt jetzt noch nicht so viel, aber wir fahren dann halt hier rechts runter. Schmeiß ruhig trotzdem einen Blinker an, sieht immer gut aus. Jetzt erstmal rechts. Ja. Dann schleifst du dich hier schön rum. Ein Traum. So, und wenn von links übrigens jetzt jemand angeschossen kommt, so wie beim letzten Mal auch, dass die nicht irritieren, ne? Bremst dich so ein bisschen an. Mein Gott, das war mein Fehler. Was denn? Ist doch alles gut. Taste dich einfach rein. Bleib mit den Augen aber links. Du fährst quasi, du musst dir so vorstellen, du guckst nach links und fährst nach rechts. Schmeiß nochmal einen Blinker rechts an. Genau. Dann lassen wir die alle hier raus. So, und jetzt guckst du nach links, fährst aber nach rechts. Ich bin zu langsam. Nein, nein. Alles gut. Genau. Nicht beeilen. Also, dass du dich jetzt entschieden hast, hier rauszuziehen, ist alles gut. Wichtig ist, dass du dann trotzdem alles gut. Anderes bitte. Ja, okay, Mann. Ja, ganz ruhig. Ja, Mann. So. Warte. Erst locker ein bisschen Gas geben. Beobachte links erstmal in Ruhe. Schalte noch nicht. Chill erstmal. So, jetzt kannst du in Ruhe ein bisschen Gas geben. Genau. Große Kurve. Guck mal. Schönes Auto. Blinker. Dann jetzt in Ruhe, zweiter Gang. Cool. So, jetzt können wir eh chillen. 30 Kindergarten, hier passiert erstmal eh nicht viel. Ja. Hinter der BVB-Opi, der hält die Stellung hier. Ja, sympathischer Verein. Wir fahren jetzt links weiter. Ja, und jetzt? Easy. Erstmal Kupplung, Bremse. Bremst erstmal locker runter, dann erste Gang, roll aber weiter. Genau. Und jetzt rollst du quasi langsam die Kupplung lösen. Siehst du ihn? Ja. Wieder stehen bleiben. Das ist aber alles so geschmeidig, weil du es im ersten Gang machst. Im zweiten hätten wir eher so einen Hüss gehabt. So, guck mal, der blinkt und kannst dich langsam rumtasten hier. Juhu. Genau. Ruhig ein bisschen Gas. Weißt du noch, wie schnell hier ist? 30 oder nicht? Nee, 50. Ja. Und dann kannst du euch so. Wie bei Kutsche. Geradeaus? Bis ans Ende geradeaus, ne, bis zum Stoppschild. Und da fahren wir gleich links. Also, du
kannst das jetzt schon vorbereiten, quasi, indem du in, aus dem Schild und Blinker anschmeißt. Cool. Korrekt. Und dann das einzige Try, dass du versuchst, bis auf die Linie. Nichts machen vorher, einfach nur bis zur Linie. Dann stoppst du in Ruhe. So richtig, zack. Dann erst den Gang. Jetzt hast du genug Zeit. Jetzt machst du den ersten, jetzt tastest du dich rein und guckst dir das alles an. Ruhig bis nach vorne zur Wartelinie. Genau. Und immer wieder so, wie du das jetzt machst. Du hast sogar Glück, guck mal, er drückt da vorne auf diese Ampel. Ja. Und ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die gleich eh ruht. Jetzt schleifst du dich langsam rum. Sieht doch ganz gut aus. Beobachte allerdings die Ampel, weil dadurch, dass er jetzt da steht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Ding gleich umspringt. Dann machen wir es aber Glück gehabt. So. Zweiter Gang ist cool, genau. So. Ja, die Herausforderung will ich nicht annehmen. Genau. Passiert, ne? Ja, Entschuldigung, ja, ist ja okay. Also, musst halt mit rechnen, ne? Also kannst du ja in der Prüfung dann auch nicht sagen, ja, umfänge, aber es ist einfach, ist dann so, hast du ja rechtzeitig, nee, bis 30. Bleiben wir ganz easy erstmal im zweiten hier. Scan alles ab und zieh auch nicht hinterm Bus her, weil wenn du mal guckst, ich könnte mir vorstellen, dass der eventuell auch die 40 knackt. Ja, der fährt ein bisschen schnell, ne? Ja, er hat's eilig. Wenn du jetzt, guck mal, der wird da vorne ja ranfahren. Schrittgeschwindigkeit. Wenn er Warnblinklicht anmacht, macht er aber nicht. Also kannst du Spiegel gucken, Seitenblick machen, Blinker anticken, Fuß vom Gas, denn du musst ja bremsbereit sein, nicht gasbereit. Also fährst mit mäßiger Geschwindigkeit hier vorbei, beobachte das. Wenn alles easy ist, wieder zurück beobachten und dann kannst du vorbei. Wichtig ist nur, dass du nicht gasbereit vorbeifährst, sondern halt bremsbereit. Ne? Also wenn da doch irgendwann mal den Kopf rausstreckt, dass du nicht direkt Ellbogen und dann. Heute hast du aber keine Klausur geschrieben. Nee, heute nicht. Heute war entspannt. Gut. Das klingt gut. Heute war ein ganz entspannter Tag, also passt alles. Also von dem her. Nice. War auch die letzte Vorklausur jetzt am Montag, deswegen, also vor Abi. Aha. Und dann Abi. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ich habe Schule immer gehasst. Ich hatte keinen Bock auf Abi. Ich habe auch keinen Bock mehr, aber jetzt zieh es auch durch. Das ist auch eine gute Eigenschaft, die braucht man auch im Leben, ja. Aber für mich war klar, ich habe Realschule gemacht mit Quali und dann war vorbei. Ich wollte nie wieder in die Schule. Ja, gut, dann habe ich Kfz-Mechaniker gelernt. Habe ich vergessen, dass da auch eine Schule, Berufsschule gibt. Hm. Ja, ich werde wahrscheinlich weiter zur Schule danach, aber. Ja, also. Du kommst ja nie davon weg, so richtig, ne? Nee. Theoretisch jetzt. Ich und meine Lehrer, wir hatten wirklich die schlimmste Hassbeziehung, die man haben kann. Das war also wirklich nicht. Wir waren keine guten Freunde. Es gibt immer so Lehrer, ne? Ja, genau. Wir fahren an der Ampel links. Ein bisschen mittig halten, genau. Wir können aber noch nicht vorbei. Du kannst nur Spiegel gucken, Blinker haben, so was, alles abchecken, genau. Und dann kannst du links auf die Spur. Also ordne dich darauf ein, ist alles cool. Kupplung auch ruhig durchdrücken. Genau, bis hier vor, ja, genau, dass du das für die Fahrradfahrer freilässt und dann easy erste Gang. Wenn du jetzt auf der Ampel guckst, du hast einen Pfeil, ne? Ja. In der Hoffnung, dass er gleich grün leuchtet, dass du dann keine Gedanken über die anderen machst. Also egal, ob Fahrradfahrer, wer auch immer da kommt, dass du dann ganz easy abbiegen kannst. Das ist sehr wichtig. Also außer natürlich Polizei mit Blaulicht, da können wir dann nochmal drüber reden, aber alles andere ist. Alles andere ist erstmal egal. Es sollte rot haben, wenn ich richtig aufgepasst habe. Ich hoffe doch. Eventuell sollten wir irgendwann einen grünen Pfeil kriegen. Ja, langsam Zeit. Boah, der Opi da vorne ist mein Lieblingstaxifahrer. Siehst du ihn da vorne, ja, mit dem 190er? Ja, 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 sehe ich. Maschine. 600.000 hat die Karre schon gelaufen. Krass. Ja. Schön rantasten und dann locker rum. Oh. Jetzt haben alle anderen rot. Du kannst easy abbiegen. Oben rechts hast du die Informationen, die uns allen gefehlt hat. So, und jetzt schon mal als erstes gutes Beispiel. Hier ist ja, also erkennst du auch an den Linien, wer hat hier Vorfahrt? Ja. Rechts vor links. So. Kannst du was sehen? Nö. Gar nicht. Deswegen erste Gang und Fuß über der Bremse lassen und rollen, bis du feststellst, oh, ist alles cool, dann gibst du Gas. Wenn du jetzt Gas gibst, einfach Kupplung durch, zweite Gang. Genau, dass der Prüfer sieht, du bist nicht schaltfaul, du kümmerst dich. Ein bisschen links rum, lass dich nicht von ihm abdrängeln, also weiter nach links, noch weiter, nicht auf ihn gucken, ganz wichtig. Ja. So, nächste Kreuzung. Kann man was sehen? Da ist ein Haus vorne. Also wieder Kupplung, Bremse. Jetzt nimmst du den ersten Gang, bleibst aber im Rollen. Tastest dich daran. Kommt keiner. Gute Reise. So,
das Gleiche für die nächste Kreuzung. Aber in der nächsten Kreuzung allerdings gibt es einen Unterschied. Bleibt ein bisschen links. Ja. Hier ist jetzt kein Haus auf der Ecke. Siehst du das? Mhm. Fuß trotzdem über die Bremse. Rollen und beobachten. Mehr nicht machen. Nur rollen und beobachten. Kommt da keiner, gibst du wieder ein bisschen Gas. Und jetzt mach mal ganz kurz einen Blinker rechts an. Und dann fahren wir langsam hier an den Fahrbahnrand dran. Bleib mal ganz kurz stehen. Einfach stoppen. Dann können wir eben vorbei. Und dadurch, dass du einen Blinker an hast, checkt auch jeder, dass das vorbeikommt. Nimm mal kurz den Gang raus. Den Unterschied, hast du den auf dem Schirm? Der ist jetzt nicht so komplex gewesen. Also siehst du was, kannst im zweiten bleiben. Siehst du nix, safe im ersten. Ja. Wenn du im zweiten bleibst, ist ganz wichtig, dass dein Fuß über der Bremse bleibt. Weil sonst weiß der Prüfer nicht, warum du in die Straße guckst. Also kann sein, dass er dann denkt, was weiß ich, da wohnt deine Ex-Freundin oder was, keine Ahnung. Und er denkt so, warum guckt er da rein? Weil dein Fuß war nicht auf der Bremse, dann bist du nicht bremsbereit. Und dann hat er ein Problem, mit seinem Tablet da hinten Haken zu machen. Ja. Also immer, wenn du reinguckst, Fuß über die Bremse, dann rollst du vorbei und dann gibst du wieder Gas. Egal, wie gut du reingucken kannst. Und das praktizieren wir jetzt einfach mal so ein paar rechts vor links Ecken. Okay. Aber pass auf, übrigens, wenn du in der Prüfung so stehen solltest und der Prüfer sagt, jo, alles klar, wenn es die Verkehrsanlage zulässt, fahren wir wieder an. Immer das Komplettpaket nochmal, ne? Also wieder von vorne, innen, außen, also alles, was dabei ist. Genau, Blinker links, da fragt man sich immer, wofür Blinker links, immer weiß doch jeder, dass ich fahre, aber ist halt so. Genau, und dann schön rum, ja, hol ich noch ein bisschen weg. Wir fahren rechts weiter, warte mal, Blinker aus. Er ist an die ganze Show-Ding. Tadam, tadam, tadam. Dann schmeißt du ihn an. Die hauen ein Loch in den Boden. Ich werde bekloppt. Du kannst gerne nach links gucken, musst du aber nicht. Du solltest dich eher hier drauf konzentrieren. Genau. Und wieder Spiegel, Schulterblick und ganz raus. Juhu. Zu schnell sogar. Ja, ja. Guck mal, nicht beeilen. Spiegel erst gucken, dann rechts rüber. Blinken brauchst du nicht, wenn du zurückfährst. Sonst denken die alle, du willst parken. Aber beim Rausfahren, das ist eine gute Idee. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt wieder rausfährst, Spiegel, Blinker oder du wartest. Entscheide dich, helfe dir kurz bei der Entscheidung. Ich denke, er hätte die Herausforderung angenommen, aber mach mal wieder Kupplung. Erster Gang. Und wenn du rausfährst, hier in Ruhe, lass dir Zeit. Also Spiegel, Spiegel, Schulterblick. Genau. Und nur schleifen. Du siehst ja, das ist eine relativ unangenehme Strecke hier. Aber der Prüfer findet hier innerhalb von 5 Minuten raus, ob du es drauf hast oder nicht. Und dann weiß er, ob er den Rest ein bisschen geradeaus fährt und Cappuccino trinkt. Oder ob er dich auseinander nimmt. Und auseinander ist keine Chance, keine ja, das schöne. Nee, nee. Wenn du vor dir losfährst, dann Kupplung und Stopp. Mach rechtzeitig, bleib hier stehen und dann tastest du dich gleich ran. Ersten Gang haben wir noch drin, ne? Guck mal, der hinter dir, er hat es richtig drauf. Er fährt einfach vorbei, weil er hat gar kein Problem so. Challenge accepted. Ja, er ist schlau. Kann man auch machen, ist die Prüfung dann relativ schnell vorbei. Ja, gut. Und jetzt rein tasten trotzdem, egal was passiert, auch wenn du weißt, kommt keiner oder kommt einer. Vielleicht kommt ja doch einer, drück mal wieder runter. Genau. Wieder anblinken, wieder rein tasten. Ja, und beeil dich einfach auch nicht. Ne? Die rennen hier rum und hin und her. Und cool. Ein bisschen so links rüber wegen dem Schlauch. So, dann drück noch ein bisschen drauf und ich glaube, dann können wir gleich sogar, Vorsicht, ein bisschen links rüber, noch ein bisschen, ja, und dann können wir gleich ins Zweite. Du blinkst immer ganz gerne rechts zurück, ne? Muss ich das gar nicht. Ich würde es dir nicht empfehlen, einfach aus dem Grund, dass andere dann schnell verwechseln, was deine Idee ist. Das stimmt, ja. Das stimmt. Könnten denken, du fährst hier rechts auf die Garage oder du willst parken und dann überholen die dich. Und das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation in der Prüfung. Das heißt, rausblinken bin ich Fan, reinblinken, ich würde den ersten. Gut. Und warte, warte 10 Meter entfernt am besten vom nächsten Auto, dann hast du es nicht stressig. So, jetzt wollen wir mal am Berg anfahren. Ja, danke für dich. Ja, ehrlich. Ja, warte, weißt du wie? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Okay, pass auf. Du bleibst mit dem Fuß auf der Bremse, ja, und löst die Kupplung, aber nur so 50%. Bis du merkst, das Auto ist quasi so wie so ein Hund an der Leine, der so nach vorne zieht. So. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jetzt zieht er, merkst du? Ja. Und dann löst du nur die Bremse. Die Kupplung hältst fest. Siehst du? Dann rollst du schon mal nicht zurück.
Und solange du die Kupplung festhältst, hast du auch kein Problem, in der Tiergalerie ins Parkhaus zu fahren. Du darfst die Kupplung aber nicht loslassen. Lässt du sie los, springt er dir nach vorne, ist weg. Also das ist quasi so Bremse halten, 50% Kupplung. Und dann löst er erstmal die Bremse und dann rollt das Auto schon. Hast du zumindest schon mal die Sicherheit, dass du nicht mehr zurückrollst. Und dann kannst du ein bisschen Kupplung kommen, dass du ein bisschen Gas geben und dann geht das schon. So, dann drückt man noch einen kleinen Schluck drauf, ein bisschen links rüber. Noch ein bisschen links rüber. Links bleiben. Ich glaube, dass du immer ein bisschen so fährst, liegt daran, dass du noch für irgendwen eventuell Platz machen willst. Ja, das kann sein. Das geht nicht. Du musst hier quasi fahren wie der Boss. Du musst also mittig fahren. Fahr mal noch weiter links rüber. So musst du hier fahren. Weil es gibt keine zweite Option. Wenn jetzt von vorne jemand kommt, wo willst du denn ausweichen? Also jetzt das Stückchen hätten wir rechts rüber gekonnt. Ist jetzt aber peng. Mir geht es erstmal darum, dass du weißt, wenn die Straße enger wird, gibt es immer nur eine Wahl. Du oder der andere. Und die musst du auch mit ganzem Herzen treffen, diese Entscheidung. Nicht so eventuell. Ich würde den ersten empfehlen, weil du nichts siehst. Genau. Ja, jetzt ist alles geklärt. So, da kommt hier so eine wunderschöne Rechts-vor-Links-Ecke. Da musst du jetzt entscheiden, siehst du was oder siehst du nichts. Wenn du nichts siehst, rechts rüber erstmal und bremsen. Genau. Und dann tastest du dich quasi langsam ran. Ja, Kupplung lösen. Wenn du so ein bisschen Motorbremse hast, weißt du nicht. Gibt es hier einen Backstage-Eingang oder was? Ich glaube schon. Ja gut, braucht man nicht mehr beim Zaun klettern, ne? Schon Sinn. Fällt dir was auf? Wir müssen mal rechts. Das ist eine gute Idee. Dann drückt man nicht die Kupplung. Machen wir erstmal nur Spiegel, den ganzen Salat, Schulterblick. Tatsächlich richtiger Backstage-Eingang. Ja. Jetzt kannst du die Kupplung drücken. Kupplung drücken, Kupplung. Genau, und jetzt wartest du erstmal. Dann fahren wir lang. Nee, ist alles richtig. Das ist gut, brauchst nichts machen. Nur langsam schleifen, hier rechts rüber. Genau, gut. Und dann wieder Spiegel. Also, so stressige Situationen sind ja immer herbe unangenehm. Ja, das stimmt. Versuch, dir trotzdem ein bisschen Zeit zu lassen in dieser Situation. Es kann immer passieren, dass dir irgendwas Stressiges auf einmal so passiert. Ja. Dann aber nicht versuchen, schnell rauszukommen, sondern eher so cool down und dann langsam weiter. Nee, nicht ganz so schnell. Ich wollte hier links, geht nicht. Okay, dann fahren wir gerade aus. Alles hier. Ja, ist alles gesperrt. Zu hier. Müssen wir einen rechts oder nehmen wir gar nicht. Ja, wir folgen jetzt der Umleitung quasi. Jetzt könnte man kurzzeitig über den zweiten Gang nachdenken, aber naja, das lohnt sich nicht. Muss ich überhaupt blinken hier? Nee, eigentlich nicht. Nein, aber wenn du dir nicht sicher bist, ist es immer besser, du blinkst, als wenn du es nicht tust, weil kein Prüfer wird am Ende der Prüfung sagen, oh, sie haben zu viel geblinkt. Zweiter Gang nimmst du ab wann? Wenn ich die Verkehrslage sehen kann. Ja, mir ging es eher so ein bisschen um Geschwindigkeit. Also du kannst dir vielleicht merken, wenn es so um die Gänge geht, ne? Alles, was du so um die 10 km/h machst, so wie das jetzt, das erste Gang, wegen der 1. Alles, was du um die 20 machst, kannst du mit dem zweiten machen, wegen der 2. Wenn du jetzt aber mal guckst, wie weit die 20 in Anführungszeichen noch weg ist, dann musst du noch ein bisschen Gas geben. Und das ist in so einer engen Straße hier relativ schwierig. Ja. Na links? Jo. Ja, müssen wir. Kannst du mir sagen, wer hier Vorfahrt hat? Wir nicht. Ja, das ist gut. Damit kann ich leben. Berge anfahren hast du schon mal gemacht, ne? Nee. So, erster Gang, lass dir Zeit. 50% reichen. Jetzt musst du sie halten. Jetzt darfst du sie nicht loslassen. Nur die Bremse musst du loslassen. Genau, denn wenn du die Kupplung loslässt, haben wir verloren. Drück mal runter die Kupplung. Runterdrücken. Die Kupplung, ja. Damit der nicht ganz so krass auf Spannung ist. Und jetzt musst du sie wieder ein bisschen kommen lassen, aber du musst dich ja hier rein tasten. Quasi wie so ein Doktor im OP. Nach links, wie sie sehen sie gar nichts. Du musst halt vorsichtig sein. Einschlagen kannst du schon. Komm, was aber, ich glaube, wir sind schnell ab. Ja, aber nicht schnell weg, ne? Das ist immer so ein Herzgedanke, dass man denkt, oh, ja komm, dann jetzt aber weg. Ja, am besten schnell weg. Ja, mach das nicht. Weil genau dann haust du dir Fehler rein halt, ne? Also wenn du da eine Entscheidung triffst, versuch die immer... Ja, ja. Links bleiben. Es gibt keinen Platz. Ja,
Ja, gut. Gut. Ja, weil man hat innerlich immer so, ja, wenn einer kommt, kann ich noch mal. Ist unmöglich, geht nicht. Hier kannst du den Transporter wegknallen, das war's. Geradeaus. Dreht's von links, ne? Mhm. Si, senor. Korrekt. Noch ein bisschen links rüber und ruhig zweite Gang. Probier erstmal und dann gucken wir mal, was passiert. Ein bisschen links rüber. Gut. Solche Straßen stressen mich, glaube ich, auch. Jeden. Aber wir können ja nicht auf Lücke lernen. Ne? Jetzt würde ich vielleicht so langsam ohne Gas und so locker hier vorbei ein bisschen beobachten. Nicht, dass er uns die Schippe gegen den Kopf haut. Korrekt. Wo die Umleitung lang geht, siehst du, oder? Ja, und dann folgen wir mal dem System und dann gucken wir mal. Echt, da sitzt er immer noch am Stuhl und macht da seine Bodenproben machen die, ja. Die haben Löcher, hier war so eine Zeche, so eine große. Ist das denn? Okay. Hm? Da hinten. Ja, das dauert noch. Ich hab das jetzt früher angefangen. Wie gesagt, ja, gut. Jetzt nochmal Spiegel checken. Da bleiben, nicht hier drauf, genau. Wenn keiner von vorne kommt, alles cool ist, kannst du im zweiten Gang so langsam rum. Einfach eine große Kurve. Jetzt würde ich Kupplung drücken. Kupplung und rumlenken erstmal. Genau. Weil du wusstest nicht, fährt der los, fährt der nicht los. Und dann langsam wieder weiter. Beobachten. Genau. Wichtig ist, stress dich nicht. Ein bisschen links rüber, weil er wahrscheinlich die Tür aufmachen will. So. Kannst du was sehen? Dann welcher Gang? Erstmal bremsen, bis auf 10 ungefähr. Genau. Und dann schleifst du dich langsam weiter. Und weiter schleifen. Cool. Yep. Hinter dir beobachten. Cool. Wir fahren jetzt geradeaus weiter, einfach um auszuprobieren, weil du hast jetzt gleich da vorne eine ganze Menge an rechts vor links Ecken und da kann man dann relativ gut sehen, ob du den Unterschied gut auf dem Schirm hast. Das werde ich sehen. So. Ja, nur Kupplung ist Mogeln. Ja, genau, weil das ist keine richtige Entscheidung. Das ist so wie... Gefällt mir aber irgendwie am besten. Jein, weißt du? Wir fahren jetzt geradeaus weiter, kannst du so ähnlich blinken. Aber wenn du Kupplung drückst, dann musst du dich wieder reinschleifen und so weiter. Und so auf lange Sicht gesehen, wirst du ja wahrscheinlich mit irgendeinem Auto, was dir später auch mal gehört, länger fahren als ein halbes Jahr. Wenn du dann ständig immer nur die Kupplung drückst, dann hast du auch irgendwann die Kupplung zerlegt. So, ne? Ich meine, bei den neueren Fahrzeugen dauert das noch ein bisschen. Aber komm, ist gut, kannst du einfach durchziehen, ein bisschen Gas und fertig. Und locker. Zweite. Genau. So, jetzt gleich kommen die rechts vor links Ecken. Ein bisschen Gas geben kannst du ja noch. Und dann musst du... Oh, warte mal, nicht zu voreilig. Bleib ein bisschen links. Genau. Leg Fuß über Bremse und Kupplung. Und dann bleib so. Bleib mit den Augen da. Und roll weiter. Nee, jetzt hast du die Kupplung gedrückt. Das ist der Trick, der nicht funktioniert. Scheiße. Ja, ist gemogelt. Leg den Fuß mal wieder zur Seite. Genau. Und jetzt wieder Gas erstmal bis 30. Genau. Bisschen links bleiben, lass dich nicht abdrängen von ihr. Es ist ganz wichtig, dass du nicht auf die anderen Autos guckst, auch wenn die mal so komisch fahren wie sie jetzt gerade oder so. So, wer hat hier Vorfahrt? Hier. Ja, deswegen muss ich gar nicht verkaufen. Ja, können wir gar nichts machen. Na gut. Einverstanden. Einverstanden. So, bei der nächsten Straße, den Kupplungsfuß kannst du erstmal taub lassen. Ja, ich meine jetzt. So, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Siehst du da was oder siehst du nichts? Man kann da reingucken. Legen wir den Fuß über die Bremse, beobachte. Und ab hier, ab der Mitte ungefähr, kannst du wieder Gas geben. Dann vertraut der Prüfer dir auch und sagt, okay, hat er wohl gesehen. Die nächste Straße ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass es aussieht, als würde man nichts sehen.
man sieht viel, wenn ich jetzt ab ungefähr dem Stoppschild halt. Da geht es quasi auf, ne? Also wenn du jetzt nichts machst, Fuß über die Bremse legen, kannst du hier weit reingucken und danke, weiter geht's, ne? Du kannst jetzt schon mal ankündigen, dass du an ihr vorbeifährst. Sie scheint ein bisschen zu diskutieren. Mach mal ein bisschen langsam. Vorsichtig, hallo, ganz ruhig hier. Ich hau dir aus, Maul. Kupplung. Wie Sie sehen, sehen Sie. Genau. So, guck mal, relativ unangenehm da vorne. Das wird eng. Siehst du das? Ja. Gut. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du fährst oder er fährt. Dann nicht ausweichen. Einfach nur Kupplung und Stopp. Mehr nicht. Einfach nur Stopp. Bleib stehen. Und relax. Und wenn du dann wieder losfahren willst, Spiegel gucken, Schulterblick, und dann fährst du wieder los. Genau. So, ist auch nicht schlimm. Und weg, ne? Nicht, dass wir ihm hier am Jackett hängen. Genau. Ja, nur würde ich jetzt nicht so viel Gas geben, noch vor rechts, vor links. Füße einfach drüber legen, wie so eine Katze, weißt du, dass du bremsbereit bist. Kommt keiner, gibst du wieder Gas. Gut. Du musst hier links rüber. Jo. Auch hier hast du. Ja, ja, der ist ein Traum. Ja. Weil er so wunderschön groß ist. Kreisverkehr im zweiten Gang, ne? Normalerweise ja. Hätte mich? Nee, weil er so ein Klecks ist einfach. Da kommst du mit dem zweiten Gang, der kickt dich so raus. Wir fahren die dritte wieder raus. Und das schaffst du nur mit dem ersten. Genau. Und dann einfach langsam anrollen. Nicht viel Gas geben, pass auf den Mopedfahrer auf da, ne? Der blinkt. Langsam weiterrollen. Genau. Und jetzt ohne Gas. Einfach dich im ersten hier durchtragen lassen. Die dritte, also noch eine weiter. Blinken, easy. Genau. Yep.